Vorurteile? Haben wir alle. Angst vor solchen Hunden? Haben viele. Das sind Schröder und Schnecke. Schnecke ist ein American Stafford. Schröder, ein Pitbull. Eigentlich dürfte es die beiden gar nicht geben, denn Zucht und Handel mit diesen Rassen sind in Nordrhein-Westfalen verboten. Im Landeshundegesetz stehen sie auf der Liste der gefährlichen Hunde, gelten damit von Geburt an als gefährlich. Karin und Thomas arbeiten für den Tierschutz und haben Schröder aus dem Tierheim. Das ist legal. Sie leben in Köln und gehen täglich mit dem Hund unter Menschen. Das Gefährlichste am Schröder ist eigentlich, wenn er sich zu sehr freut, dass er einen von uns beiden oder einen von uns zu Hause eine blaue Nase gibt. Sonst ist der Schröder absolut sauber, mit Menschen verlässlich. Aber warum stehen die Namen dieser Rassen auf der Liste? Die Geschichte beginnt vor etwa 300 Jahren mit grausamen Kämpfen. Man kreuzte Bulldoggen mit Terriern und schickte die Tiere zum Schaukampf gegen Bullen oder andere Hunde in die Pit, englisch Kampfarena. Die Hunde waren nach den Kämpfen häufig schlimm verletzt. In den Familien der Hundebesitzer päppelte man sie wieder auf. So wurden sie zu beliebten Familien- und sogar Filmhunden. Wie der Pitbull Petey, der in den 20er Jahren in der amerikanischen Serie Die kleinen Strolche als treu und harmlos dargestellt wurde und zum gutmütigen Gefährten der Kinder wird. Doch auch die illegalen Kämpfe mit Pitbulls und Co. gingen wie hier in London weiter. Die muskulösen Hunde wurden zum Statussymbol im kriminellen Milieu. Und dort gezielt auch als Waffe eingesetzt. Ihre Halter richten sie ab, bringen ihnen bei, nicht loszulassen. Eine angeborene Kiefersperre, wie oft behauptet, hat der Pitbull nicht. Dann im Jahr 2000 die Eskalation auf einem Schulhof in Hamburg. Ein Kind wird totgebissen. Von dem Pitbull eines Kriminellen, ohne Haltererlaubnis. Presse und Politiker aller Bundesländer reagierten sofort. Die Kampfhunde müssen weg. Kampfhunde sind lebende Waffen und damit eine potenzielle Gefahr. Auch in NRW wird schnell ein Hundegesetz verabschiedet, das sogenannte Kampfhunde verbietet und Haltern strenge Auflagen vorschreibt. Ob aber die Aggression wirklich in den Genen liegt oder von verantwortungslosen Haltern anerzogen wird, das wurde nicht geklärt. Von daher bestand ein absoluter Zuchtzwang und da wurden eben Hunderassen als schlecht oder als aggressiv verteufelt, obwohl niemand bewiesen hat und beweisen kann, dass diese Rassen ein höheres Aggressionspotenzial haben von der Geburt. Schröder, der Pitbull, ist ein umgänglicher Stadthund. Zu kämpfen hat er nie gelernt. Welches Maß an Angriffsbereitschaft, welches Maß an Aggression da ist, kommt nicht vom Erbgut. Es kommt meistens durch den Menschen, der das eben fördert oder eben hemmt. Studien belegen, diese Listenhunde reagieren nicht aggressiver als andere Hunde. Selbstverständlich ist jeder große Hund potenziell in der Lage zu verletzen. Das gilt aber auch für Nicht-Listenhunde wie Retriever, Bernhardiner oder Schäferhunde. Trotzdem müssen nur Besitzer von Pitbulls und Co. so viele Auflagen erfüllen. Warum tut man sich das an? Zum einen, Schröder, bleibst du unten. Zum zweiten ist es so, dass die Alternative lebenslang Tierheim ist. Die fahren einfach ein und sterben im Tierheim. Für Pitbulls, Bullterrier und andere Listenhunde ist hier oft tatsächlich die letzte Station, obwohl fast alle noch nie jemanden gebissen haben. Wenn ihr dieses Video interessant fandet, dann verspreche ich euch, gibt es noch viel mehr interessante Videos auf diesem Kanal. Deswegen kann ich nur eins empfehlen, hier oben abonnieren. Beziehungsweise ich kann noch was empfehlen, nämlich diese beiden Videos. Ansonsten sehen wir uns bald wieder. Schreibt in die Kommentare, welche Themen ihr gerne hören würdet. Bis bald.